Es macht Spaß und es fair. Und es fühlt sich für ihn an wie ein Blowjob. Ja, auf einmal ist er tatsächlich als Charakter um einiges interessanter, muss ich ja gestehen. Aber er fängt halt so an, so nach dem Motto, ja, ich bin Edgelord, weil ich Edgelordig sein will. Suddenly, er kann wieder normal. Was zur Hölle? Oh, ich kann kaum noch gehen. Oh, okay, es geht wieder. Oh, Junge, ein Rollstuhl wäre toll. Skateboarden! Hui! Tony Horgel Grind. Ah, shit, ich wollte die Battle-Musik von V ändern. Weil ich keine Lust mehr auf. Sina! Nazi! Okay, so, sorry. Oh, Mensch. Damn you, titties. Meine edgelordigen Tattoos. Hey, der halt mal mit was anderem drauf gemalt als mit dem Wassermarker. Okay. Das wird jetzt Boss-Recycling? Oh nö. So, this is where they are. I'm claiming what's mine. Aber es bleibt nur bei der einen Stelle mit Boss-Recycling, oder? Oh, ach so, ich da... Oh. Okay. Okay, this is fucked up. Super, jetzt habe ich nur den Vogel. Das wird ein super langer Kampf. Oh, mein Vogel ist schon tot, Mensch. Ja, darf ich die Mission komplett neu starten, weil das kann ich mir ja mal... Ich kriege ihn ja nicht mal von mir weg. Das wird ewig dauern. Das wird ewig dauern. Dann warte mal, wenn deine Kumpanen weg sind, was aktivierst du dann mit deinem Devil Trigger? Nightmare ist ja nicht da. Ja, aber ich kann ja immer noch jeden einzelnen meiner Kumpanen buffen. Na gut. Und das muss ich jetzt halt auch machen. Aber ohne Klumbatsch den Wundergolem macht keinen Spaß. Das stimmt. Oh wow, der Kampf wird ewig dauern. Das trifft ihn gar nicht, okay. Das ist doch beschissen. Ja, und jetzt ist er wieder tot. Ja, komm. Ich möchte einmal die Story neu starten hier, bitte. Ja. Ach komm, das ist doch Blödsinn. Mission neu starten, so hier. Das ist retarded. Also, ich bitte dich. Yeah.
Das ist bescheuert. Ja, zweimal hintereinander buffen bringt mir ja auch nichts. Weil ich nur den Vogel habe und gegen den Gegner kämpfen muss, der meine Angriffe blocken kann. Ich weiß gar nicht mehr, welche Bosse er überhaupt hatte. Ach shit. Geht der Gegner rechts. Ich überlege gerade, was W für Bosse hatte. Was eigentlich auch keinen Sinn macht, weil der Boss, den ich ja mit ihm hier hatte, war ja eigentlich, wo er auf seinem Pony war. Wenn er jetzt mal so drüber nachdenkt. Versuch mal rechts mit Nightmare. Also da ist noch diesen Parasitentypen. Stimmt, den Parasiten. Was hätte ich denn noch mit ihm? Where am I? I'm losing my power. You gotta recover somehow. Ach guck mal, die sind ja hier oben auch angezeigt. Ach so, das ist der, ja gut. Aber wenn ich hier mit Nightmare anfange. Sicher hier mit Nightmare? Wäre es nicht schlauer, wenn ich den Puma nehme? Weil mit dem habe ich wenigstens Combo Potential. Moment, der Blitztyp und der Laserlady und den Feuermagen? Aber die hat. Hä? Einfach viel lesen und Devil Trigger oben halten. Ja, aber. Wenn ich mir Nightmare hole, habe ich Combo Potential und kann ihn buffen. Ich versuch's mit Nightmare. Also im Prinzip, er müsste eigentlich jeden Boss bekämpfen, unabhängig davon, dass du ihn hattest. Okay. Hä? Hä? Nightmare ist der Devil Trigger. Ja, aber den will ich ja nicht. Ich hab doch jetzt den anderen genommen. Hä? Bin ich jetzt dumm? Ne, der Puma hieß Shadow. Ja. Habe ich den nicht genommen? Oh Gott. Na, immerhin, er macht Damage. Er braucht nur 1 Million Jahre, aber... Ja, eigentlich muss ich auf die Fresse kriegen, weil das Lesen füllt nichts. Doch, ganz langsam. Wobei das so vom Timing her wirkt, als wenn du es auflädst, wenn du aufs Maul kriegst. Ja. Vielleicht wird ihm langweilig, wenn ich ihm was vorlese. Gute Nachtgeschichte, Bubu-Baba. Oh Gott, sein Dash ist so trash. Mach doch bitte.
Ah, der festen Meinung, ich habe den fucking Puma genommen. Ja, gut. Wie wär's, wenn du jetzt auch mal mitmachst? Ja, danke, du hast gar nichts gemacht, Arschloch. Alter. Ja. Wie wäre es, wenn wir einfach das alles, was das Spiel Spaß macht, auf einmal in einer Mission aus dem Fenster schmeißen? Und durch etwas ersetzen, was so gar keinen Spaß macht. Ja, nee, das sehe ich irgendwo auch gar nicht ein, dafür überhaupt eine Kugel zu verschwenden. Das sehe ich irgendwo nicht ein. So, ganz einfach. Also mittig wäre dann Gegner, wo du mit dem Panda machst, oder wie verstehe ich jetzt die Aufteilung der Gegner? Ich weiß ja nicht mal, nimmt mir das, kann ich immer nur pro Boss einen haben oder kommen die dann wieder? Also es wirkte jetzt so von für mich vom Hinsehen her, du hast da drei separate Gegnerräume, wo du reingehst. Ja, die Frage ist, kriege ich meine Viecher dann, meine Fick-Viecher dann wieder, wenn ich sie den Boss besiegt habe und kriege den nächsten mit? Oder muss ich gucken, wen ich wohin schlepp? Du kannst bei jedem Gegner... Oh wow, warum sagt man das denn nicht einmal? Was soll denn der Blödsinn? Das ist jetzt echt so ein Faktor, sagt dem Motto, schmeißen wir einmal alles aus dem Fenster für eine Mission oder was? Ey, so bescheuert ist das. Er weiß jetzt, dass er Virtual ist. Jetzt müssen wir was sagen, dass er ihn nicht mag. Ja, ne. So schnell geht das mit ihm wieder runter. Er kriegt auf einmal die behindertste Mission im Spiel. Immer auf den Krüppel. Oh! Oh, hör doch mal auf hier. Meine Güte. Fucking Backseat Gaming. Hm? Geh auch nicht so in nach Hause und sag, wie ihr was zu spielen habt. Dead. Where am I? I'm losing my power. You gotta recover somehow. Diesen komischen Skateboard-Move machst du ja mit Shadow, oder? Ja, genau. Glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr, in welchem... Alter. Für den Typen im Schild brauche ich definitiv den Puma, so viel ist man sicher. Ja, Tatsache. Tatsache. Wobei Griffin wäre hier auch nicht schlecht. Aber macht er wirklich viel Schaden gegen den, ist die Frage. Griffin macht generell keinen Schaden, aber er hier hat immer noch die einfachsten Moves. Ah ja, also Shadow macht das Skateboard. Gut, dann ist es Mobility beim nächsten. Also denkt immer dran, wenn Shadow mal wieder am Rumlölen ist auf Twitter, erst ein Skateboard. Nervigste ist einfach an der Tatsache, wenn ich mich bewegen will, dann macht mein Vogel andere Moves. Aber ich bin überrascht, er macht doch verhältnismäßig Damage. Ja, nur aber er macht immer diesen behinderten Radius-Move, der absolut nichts bringt, weil ich ausweichen muss. Na gut. Ah.
Achso, und natürlich, mein Double Jump cancelt die Auflade, Buffer. Was, wenn du Kriven wieder hast? Schau dich im Hauptraum um. Aha. Wieso, gibt's Koks und Nutten? Ich glaube, ich kann fliegen. Keine Ahnung, wieso. Ne, vor allem, wofür? Bist du mit Wegspringen irgendwie besser? Hm. Das Problem ist, ich weiß halt auch nicht, welcher der zweite Boss ist. Probier mal was. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Hm. Gar keinen, weil er einfach drüber springt, der Hurensohn. Hallo. Na gut, aber tendenziell, wenn er halt auf dich zukommt. Den gebufft? Das funktioniert auf einmal. Crazy. Weißt du, der Typ macht nur Spaß, weil er so viele Kombinationen mit seinen Viechern ausführen kann. Jetzt limitiert man einem quasi immer nur auf ein so ein Vieh. Was soll denn das? Was soll denn der Blödsinn? Das verstehe ich einfach nicht. Oh, natürlich. Jetzt muss er natürlich ausgerechnet nochmal drauf gehen. Oh Gott. Naja, so habe ich wenigstens nachher für die anderen beiden ein bisschen Devil Trigger über. Ach ja, stimmt ja. Ganz vergessen, dass es diese Mechanik gibt. Okay, ich soll mich umschauen. Okay. Was? Die Musik kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. So, ich glaube, für ihn nehme ich den jetzt Nightmare. Lass mich gerade, der Vogel flattert hier irgendwo rum. Ja, auf jeden Fall ist er wieder da, aber... Warte, halt, halt, halt. Ach, ist nicht alles, was du nicht alles durchmachen musst für dein Privatzoo. Ja, ne? Beim zweiten bekommst du einen zweiten, also hast du Griffin und Nor... Hä? Das hab ich doch vorhin gefragt! Das hab ich doch vorhin gefragt, ob ich denn die alten behalte! Hieß es nein! Also Leute, also. Geh gleich nach Hause. Ja, hier hole ich du mir. Bist du aus? Ja, selber. Ja. Ach, das ist Artemis. Ja, mit Artemis ist Blödsinn. Da hole ich mir den. Da hole ich mir den Puma. Da brauche ich Nightmare nicht für. Der kann da sowieso nichts ausrichten. Er kann im Weg stehen und sterben. Ja eben, der steht ja nur rum und bis dahin ist Artemis über alle, ne, der ist ja überall dann. Ja, jetzt behalt die. Och, Mann. So. Oh ja, aber mit 2 geht schon deutlich besser. Ja, natürlich. Alter.
Oh ja. Dann schmilzt die Lebensleiste. Mhm. Auch wenn der fucking Puma meistens nicht das machen möchte, gerade bei solchen Gegnern. Ja, aber dafür ist Jako ziemlich gut. Mhm. Und auf einmal ist alles piss einfach. Hey, The Yen, es geht. Ja, auf einmal ist das Ganze Pillepalle. Solange du einfach nicht bei Captain Oberrüstung anfängst, ist alles cool. Weil den mit einem so einem Ding zu besiegen, ist einfach nur nervtötend. Warte mal, was? Hab ich da gerade was? Oh. Da sollte ich mich umgucken. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll, aber... Ja, kaum ist die fucking Katze dabei, ne? Schon schlägt die Allergie wieder Alarm. Und dann geht er in Rage. Komm da nur nicht hoch. Hm. Warte mal. Welcher Felsen? Eine Menge Felsen. Es besteht hier alles aus Felsen. Das hier? Kann ich hier hoch? Ja, hier kann ich hoch. Hier sind auch noch Kugeln. Nice! Wie, du gehst mir echt auf den Piss. So. You fucking serious. Geh da hin. Willst du mich eigentlich gerade verarschen? Dahin jetzt. Du Lachsbagge. So. Und auf einmal fühlt er sich wieder gut. Auf einmal ist die Welt in Ordnung. Ich bin zwar fast tot und er wird mich gleich wegschreddern wie sonst was. Aber immerhin habe ich jetzt die Crew wieder zusammen. Owe, Opa, du. Die auch. Freunde, seien durch Deck und dünn. Geile Scheiße, das habe ich jetzt nicht gebraucht. Weil du und seine Kuh. Das haben wir schon gesehen. Ja, du bist auf einmal nicht mehr so toll, wenn ich nicht nur meinen Vogel habe, ne? Die Musik ist immerhin noch nice bei ihm. Sag mal, mein Puma-Freund, ne? Ich merk schon, der hat eine Reichweite. Shit, der ist tot. Ich war drauf und dran, ihn gerade einfach mit meinem Stock zu hauen, aber da habe ich realisiert, dass das, glaube ich, nicht viel bringen würde. Einmal funktioniert so easy. Grumpy Grumpy, moin moin. Oh ja, bleib mal da. Da kann ich nämlich schön meinen Puma wieder aufladen.
wieder? Jetzt hat er es aber auf das Vieh abgesehen. Vielleicht mag er keine Tiere. Wahrscheinlich. Ist mir so ein Hamsterfreund. Mhm. Es war nur ein Trugbild! Das ist mein Aufdolmetsch. Hab auf die Stelle auch keinen Bock im Dante Must Die Mode. Ja, das glaube ich! Grumpy, das Jubiläum kannst du sonst nachgucken. Ich speichere Streams auf Twitch eigentlich immer. Also gerade solche. Ich frage mich jetzt sogar gerade bei Dante Must Die Modus. Hast du dann auch random Gegner? Glaub also speziell nicht. Ihr? Glaub nicht. Also ich glaube, es werden schon andere Gegnerkonstellationen sein, aber nicht andere Bosse. Warum ist noch nicht Gold, ne? What? Gut, es waren jetzt halt auch Bosse, die du jetzt speziell in Dubai nicht bekämpft hast. Das stimmt, das war eigentlich nie ein Boss, wo ich, ne? Grumpy Grumpy, danke fürs Wallhauen! Ach Gott, die Goldene, was soll ich mit einer Goldenen? Die Dinger kriegen. Okay, also die Bosse sind Script. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich sehe mich rollen. Was ich nur gerade nicht verstehe, warum bin ich auf einmal von den anderen getrennt? Ende der letzten Mission waren die noch alle drei zusammen. Du bist ein Nerd, die mögen dich nicht. Das auch. Boing. Der Stock. Dass ein Stock so wehtun kann. Stell dir vor, dem Stock wäre ein Schleifchen. Hey Kama, willkommen zurück. Los Angel, lauf ganz schnell zu Keks und sage, ich habe einen Skaldakery Insider gebracht und niemand hat ihn verstanden. Ich will wieder Dante spielen, ich will meinen Hut wieder. Ich sterbe. Alter, er benimmt sich wie so ein, wie ein Mann mit Männergrippe. Soll das sich halt mal was anziehen? Zieh dein Hemd an, du Punk. Ich sehe, das ist ein Hühnchen. Das hässlichste Hühnchen überhaupt. Es ist das ewigste Chicken der Welt. Oh Gott, auf dem Ding den Hut. Hat er sich doch die Mühe gemacht, den Nord zu suchen. Ich habe gerade gedacht, das Spiel wäre abgestürzt. Arang, go fuck yourself.
Schneidepunkt Nero. Nero. Kali Nero. Hey, look at all these chickens! Damn it. Running a little low. That can't last much longer without a refill. A chicken for you, and a chicken for you! Diese Frau. Hey, honey. Need assistance? What the hell's your problem? You trying to kill me? If you want a bitch, blame it on Lady. She's behind the wheel. Lady fährt. Okay, enough with the suspense. What do you need? Oh Gott, sie bringt Lady das Fahren bei. Oh boy, wir haben ein Problem. Wenn jetzt noch Trish mit reinmixt und ihr noch das Motorradfahren beibringt, haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Riesenproblem. Nee, was sagt mein Vorrat? Tomboy habe ich noch welche, sehr gut. Denk mal. Domdoy. Ja, ich denke mal, ich muss mir jetzt nicht noch extra Devil Breakers kaufen. Das ist ja noch schlimmer, eine Fahrschule für Shadow, hallo? Ich muss auch irgendwann noch fahren lernen. Ich meine, sowas gibt's heute schon, nennt sich Terroristencamp. Wieso habe ich nur 40%, obwohl ich alle Fähigkeiten... Oh mein Gott, sag mir nicht, ich krieg für Nero auch noch mehr Spielzeug. Oh boy. Ja, die Red Orbs, das ist eigentlich ein hier Deluxe Edition Bonus, aber ich gebe nicht alle aus. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir alle ausgeben würde, wäre ein bisschen, ne, Overkill. Mal 100.000 ist eine Menge, damit könnte ich mir sehr früh schon sehr heftige Fähigkeiten holen. Besonders bei Dante. So. Ach so, weil wir uns hier einfach aufteilen, weil es eine gute Idee ist. Leute sterben so zuerst, nur mal so nebenbei. Microtransactions? Nö. Auf Steam verkaufen sie die Kugeln tatsächlich für Geld. Ja, im PS4 auch, aber... Ja. Also sorry, aber wenn du sowas kaufst, dann frage ich mich auch so, wow, why you even playing? Sag mal, what the fuck? Kann ich die... Ah, okay. Hat also seinen Grund, dass hier der Arm vorhanden ist. Der ganze Arm. Okay. Immerhin sind sie so nett und sagen dir wenigstens, okay, hier brauchst du den Scheiß. Man schafft's auch so eigentlich, aber... Okay, jetzt wird's knifflig. Ich kann auch die Kamera gerade nicht drehen. Oh nee, ernsthaft? I'm hating this. I'm hating every single second. Super, das heißt, ich habe jetzt all den Schaden genommen für nichts. Music.
Jetzt muss ich mich erstmal wieder an Nero gewöhnen hier. Uiuiui. Da ist ein Schild voll mit Keks. Lots of Keks. Und das Keks sagt meh. Keks, wir haben vorhin witzige Stöcke mit Schleifchen gemacht. Und du warst nicht da, um dich zu wehren. Nani? Och, was soll denn hier eine Statue? Was soll ich denn damit? Shoppen? Ich möchte. Ja, nee, aber nicht so. So macht das keinen Spaß. Was ist er denn für ein Dark Souls Motherfucker? Hältst du dich für witzig? Okay. Du kannst nicht vorbei! Okay. Du hast einen Todeswunsch? Okay, das haben wir gleich erledigt. Gib mir eine Sekunde. So, Sackgesicht. Das ist Überleben, sehen die gar nicht aus. Oh Gott, ja, die Kamera ist manchmal. Ei. Ja, doch, also hier hat sie gerade ein bisschen zu kämpfen. Ja, wenn die Gänge so eng sind. Ich glaube, dafür sind die Gänge einfach viel zu schmal. This is secret. Bastard! Suplex! Suplex City. Oh, du auch, komm her! Der Bastard-Arm ist so cool. Also ich merke schon, Dante war in einem Selbstverteidigungskurs und hat Taekwondo gelernt und Nero hat sich einfach nur Wrestling angeguckt. So in etwa, ja, wahrscheinlich. Ob
aber Travis kennt. Bestimmt. Ob sie sich geil gegenseitig ihre Kissen tauschen. There we go. Alter, was wird das hier? Ich hab das Gefühl, ich bin hier einfach nur in Dark Souls gelandet. Weißt du, überall hängt so ein Typ in einem engen Gang mit einem fucking Schild rum. Einem Gegner in der Luft, okay. Okay, warte mal, das heißt. Nächster, bitte! Shadow Wolf Wiener dafür 11 Monate Sub, mein Duden! Ja. Ach, jetzt sind, jetzt sind wir mal raus. Oh, Super Suplex. Und nochmal ein Nachsetzen. Weißt du, da fand ich die diese Aktion bei Wii ja eben besser. Aber das waren ja hier gerade eben nur, hier ist ein schmaler Gang. Hier ist noch ein schmaler Gang. Ich hoffe, du magst schmale Gänge. Dämonen-Nilpferde. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dieser Kreatur gerade angerichtet habe, aber es ist mir relativ wurscht. Ich glaube, du hast aus dem Ding Heavy Hippo Snack gemacht. Das auch. Und noch mehr von diesen Schildbastarden, ey. Moment, manche Gegner pile-drivest du in der Luft? Kinder, ihr könnt ihm doch sowas nicht erzählen. Shit, jetzt habe ich den Arm sowieso nicht mehr. Das hat der Angel doch geplant. Er wusste, dass du den Arm nicht mehr hast. Ja, eben. Der will dich nur anfüttern. Eigentlich könnte er nach der Dämonenkarriere in der WWF anfangen. Ja, doch. Könnte man endlich mal wieder jemanden feiern statt Brock Lesnar. Oder wie ich ihn immer liebevoll nenne, Klotz Lesnar. Der Typ hat einen Fünffach-Nacken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja auch alles Muskeln bei dem. Und ich sag so, nee, das sind 5 Nackenlappen. Weeeeeh, besser? Hm? Ah, im Chat. Achso, WWE, achso. Das ist die Weeeeeh. Wireschnitch. Weiß nicht. Das ist sogar gar nicht mal schlecht. Na. Dachte, ich hätte mehr Kohle. Waluigi is everywhere. Everywhere. Waluigi. Hero ist besser als Brock Lesnar. Nero braucht wenigstens nicht so einen kleinen Schoßhund, der für ihn das Reden übernimmt. Ich
Wobei, Nero sollst du einfach so ein, als Haustier so ein Luchador neben dran stellen? Da meine ich nicht. Oh, hier ist ein Dildo. Willst doch nur, dass er dann seine unmenschliche Power zeigt. Ich habe vor allem gesehen, in der Szene, wo Nero sagte, ich kann das mit dieser Macht und hat dann ja halt, hält dann seinen Arm hoch. Und ich habe gesehen, man, es kann passieren, dass da andere Ärmchen kommen. Beziehungsweise ich habe jemanden gesehen, der das mit dem Spaghetti-Arm gemacht hat. Ich schaff das mit dieser Power. Hält eine Gabel hin. Nani? Oh fuck. War da noch ein Arm von? Ihr seid mir definitiv zu resistent. The fucking Luftgegner. Könnt ihr mal aufhören, meine Ärmchen kaputt zu machen? Die brauche ich noch. Ich möchte nicht, dass du mit zu viel Macht rumrennst. Oh fuck. Und dann macht's Boom. Wo ist mein Arm? Hier. Bob, hast du irgendwo meinen Arm gesehen? Wirst du noch den blutigen Palast in so eine Sparda streamen, aber ein großes, so eine Bock hast. Kommt drauf an. Mal gucken. Ist Bloody Palace überhaupt schon drinne? Bin ich jetzt hier? Nepp, willst du jetzt etwas sagen? Die Vögel möchten denn nicht den ganzen Arm? Den ganzen Arm? Weil ich war ja skeptisch, als ich gehört habe von wegen, ja, Koop-Feature und ich so, Devil May Cry mit Koop, muss das sein? Könnt ihr euch nicht auf das konzentrieren, was wichtig ist? Aber jetzt am Ende sag ich mir, wow, okay. No offense, no good. So, dann lasse ich mal meinen Arm wieder, ne? Sweet Surrender. It's a fucking dildo. Und spürst du die Macht? Ja, vor allem, weil sie selbst in solchen Cutscenes funktioniert. Kommt im April. Ja, bis April ist noch hin. Der März hat gerade erst angefangen. Okay, da geht mein Dildo. Und da geht mein nächster Arm. Könnt ihr mal aufhören, meine Ärmchen immer kaputt zu machen? Not again. Ja.
Ihr seid echt scheiße, wisst ihr das? Ich muss hier mal weg, ich sehe absolut gar nichts. Oh wow. Es hat mich meinen Arm gekostet und mein Leben. That's fair. Was auf One Piece World Seeker willst du noch warten, wie ich gelesen habe? Ja. Na gut, da war ja Ending mehr so Hype drauf. Ich war da auch zu Hype drauf, aber seit Left Alive ist, ne? Mhm. Wahrscheinlich besteht das halbe Spiel dann eh nur aus Wedding Cake. Nö, ich, bei Sachen, wo ich nicht so absolut hyped bin, wie hier bei Devil May Cry, da warte ich jetzt mittlerweile dann so mindestens ein, zwei Tage, einfach nur um zu wissen, was die grobe Allgemeinheit sagt. Weil sagen wir es mal so, hätte ich das bei Left Alive gemacht, hätte mich das einiges an Geld gespart. Tja. Hätte mich einfach mal einen 60er gespart. Eigentlich hätte man wirklich probieren sollen, in den Laden zurückzugehen und zu fragen, soll das ein Witz sein? Ich habe für ein Spiel bezahlt, nicht für Abfall. Ich spar, das ist Blödsinn. Den ganzen Arm, Kirie! I can feel a demon nearby. Get in my way and I'll crush you. Ach so, und jetzt sind wir hier. Aua! Gotta pay attention, sweetheart. Ih, Brüste, ih! But you're nothing more than an empty shell with no power. You are as weak as your flesh. Hey, we're tougher than we look. But there's only one way to find out. I will enjoy this. Super Chicken! Jesus, meine Knarre macht so viel Schaden an dem Ding. Oh, ich sehe es. Nur ein Mensch, nur eine Pumpgun. Nur ein Mensch, nur eine Knarre. Funktioniert leider auch noch. Okay, so die normalen Schüsse bringen nichts. Alter. Hä? Take it. I was babysitting. Wo denn? Wo liegt's denn? Ich kann's nicht sehen, die Kamera rastet. Da. Oh mein Gott. Ja, hol's dir, ja. Ich kann mich nicht bewegen, das Ding will nur noch laufen. Alter. Ja, Mensch. Ich kann nichts sehen. Ich dachte, er gibt mir was Vernünftiges. Ich
frag mich sowieso, warum zum Fick rennt er überhaupt mit deinen Prothesen rum? Ja, was soll denn denn? Schlimm genug, dass er ständig überall Dämonendecks aufsammelt. Ja, der schmeißt jetzt die ganze Zeit hier, mir meine Ärmel zu. Die ich denn meistens nicht sehen kann, weil die Kamera gerade echt nicht schön ist. Verdammte Scheiße, wie ich sagte, reich mir die Hand doch nicht so. Hier geht die zweite Kugel in dieser Mission drauf. Jesus Christ. Weil ich hoffe die ganze Zeit, dass in der, ne, dass der mir irgendwas Gutes gibt. Punchline, sag mal, willst du mich verarschen? Punch dich gleich. Die Frau hält eigentlich überhaupt nichts aus. Alter. Punchline, ja. Mein. Da kommt das Hühnchen in den Mixer. Alter. Sobald dieses Ding anfängt durchzudrehen, ne? Alter. Also das Vieh gibt ein Chicken-Ding auf. Jesus fucking Christ! Geile Power hast du da. Blödes Mistvieh. Cutscene Bullet. You can come out now. Der Fight war an sich nicht schwer, aber wenn die ihren Ausraster hat, da kommst du einfach nicht mehr von ihr weg. You should turn around. Your body's not gonna last much longer. That I cannot do. I must go. Damn it, dead. Don't push yourself. You need some rest. I must go to where yours is. Why? Why the hell do I beg you? This is my last request. Fine. Dante's definitely gonna beat us there. Das gibt auf jeden Fall eine miese Bewertung. Alter, hier. Aus Nivea, Junge. Ja, Alter. Gara hat angerufen, er möchte seinen Trademark zurückhaben. Trockene Haut. Trockene und spröde Haut. Mit Sandpapier gepflegt. Schneidepunkt Dante. Ah, yes. Danach habe ich das Gefühl, 17, 18, letzten vier Missionen sind wahrscheinlich Finale. No hard feelings, guys, but this is my gig. Trust me, Nero. This one's gonna be a little too much for you. So, Dante, was ist jetzt? Was ist jetzt mit dir? Also der dritte Akt ist bislang echt merkwürdig. So, jetzt kann ich wenigstens bei Dante ordentlich was reinballern. Was mit wie ist, der ist ein bisschen zu lange auf der Sonnenbank gelegen. Der wird knusprig. Mm. Knackig? Knackig.
könnte mir Swordmaster Stufe 4 kaufen. Ich glaube, das mache ich auch. Hm. Ja. Wird es nicht eher Sinn machen, wenn du den ein bisschen hochlevelst für die Ausbeute? No. No, no. 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 Aber ich glaube, ich werde morgen tatsächlich mal einen Tag komplett für mich freinehmen. So bescheuert das klingt, aber ich glaube, ich brauche einfach mal einen Tag, wo ich absolut nichts mache. Den ganzen Tag! Den ganzen Abend, Kirill! Den ganzen Tag! Den ganzen Tag, Kirill! Shadow, nicht den Arm, den Tag! Den ganzen Tag, Kirill! Der arme Tag. Ja, ich glaube, ich brauche einfach mal so einen Tag, wo ich einfach nur, ne? Ein Dummdödel-Day. Ja. Zumal, ich hab die Pläne für die nächsten Wochen gesehen. Die sehen nicht unbedingt easy aus. Hm. Quatsch. Die Laufsounds hier, dieses Matsch, Matsch. Platsch, 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 Knorsch. Mal ein bisschen vorabladen. Sin Devil Trigger geht ja nicht runter. Ja, wirklich ein Tag, wo man im Bett liegt und nichts macht. Erste Kant drauf. Fuck you. And fuck you in particular. Ach, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Fähigkeitenliste. Swordmaster. Bei ihm muss ich jetzt tatsächlich reingucken. Nach hinten und vorn, okay. Pyromania. Tritt. Nach vorne und Kreis. Oh ja. Shit doesn't work. What the fuck? R1, nach vorn, Kreis. Im Trittmodus. Okay. Ich krieg immer nur den Breakdancer. Hm. Muss ich vielleicht schon on fire damit sein? Oh. Ich hab nichts mehr geschissen. Okay, fuck you guys. Mit euch macht's aber auch echt keinen Spaß. Ja gut. Du bist ein Fantasy-Cosplayer und die Typen denken sich, hey, wir sind gerade da. Wir mögen Dark Souls. Dark Souls, das besteste Spiel der Welt. Ich gehe hier gleich drauf, das ist nice. Weil der Scheiß gerade nicht das macht, was er machen soll. Mach doch! Mach es doch! Ich glaube, das war das, ja. Okay, man muss wirklich in Ignition sein. Fucking. Oh, fuck. Nein, da ist noch Zeug.
Zeug. Ich hab mich auf Trickser gehabt. Man kann das nicht abbrechen! Das würde ich die Kontrolle über dich verloren. Das auch. Ich bin gerade zu inkompetent für alles. Das lief schon mal besser. Ja. Zu inkompetent für alles gerade, um eine Kanne Milch zu holen. Zu doof zum Tür öffnen. Nach hinten, nach vorn, wiederholt. Ach du Scheiße, so ein Move. Links, rechts, geradeaus. Hasse solche Moves. Aber das ist, glaube ich, genau das, ja. Ja, das ist die Combo. Den Hut muss ich auch ja wieder verwenden. Oh, ich bin gerade total neben der Spur. Hut. Also die Wallpassage hatte ich rausgebracht. Ja, der hat mich echt rausgebracht. Aber das ist gerade so ein Problem. Ich meine, es ist schön, dass du mit mehreren Charakteren das spielen kannst, aber... So zu schnell hintereinander wechseln ist echt tödlich. Fuck. Du hast irgendwann echt keine Ahnung mehr. Du verlierst ständig den Überblick, wie sich wer spielt. Ach so, ja. Armer Happy Hippo Snack. Immerhin trägt er jetzt einen Hut. Glücklicher Happy Hippo Snack. Mhm. Ja, doch, da lacht der kaum noch mal wieder. Bei einem kommt es mir nur so vor. Oder machen die Viecher auf einmal mehr Schaden? Also je näher du rankommst, umso penetranter werden sie, ja. Ich habe das Gefühl, die machen mehr Schaden die ganze Zeit jetzt. Je weiter es geht. Und dann ist überall Zeug gewesen. Da komme ich doch nicht hin. Der Hut sieht schick aus. Mehr musst du nicht wissen, Kaisermann. Ja, ich wollte von der Wand absprengen, but I could not. Du wolltest besonders cool sein. Nee, ich wollte da was haben, was da war. Ich weiß. Ich hab's gerade gesehen. Das größte Problem ist, also jetzt, ne, no offense, aber das größte Problem ist in diesem Spiel überwiegend echt die Kamera an einigen Stellen. Also an einigen Stellen ist sie echt nicht gut.
Allerdings ist das denn immer noch umso cooler, ne? Warum mussten sie einen Ausrastknopf einbauen? Wie? So dein Abspack-Move. Ja, der Super-Kill-Move. Mag sowas. Eben drum, die dürfen dir keinen Fanservice geben. Wieso habe ich auch das Gefühl, dass hier irgendwo, ne, keine Ahnung wo, aber irgendwo in dieser Rot-Rot-in-Rot-Hölle eine Geheimmission ist. Mit roter Schrift auf rotem Grund. Mhm. Du wirst gerade von Rot hatten. Warum zum Fick bist du jetzt in der Kokshölle? Ich hab keine Ahnung. Okay. Ja, Nap, dann ist völlig wahnsinnig geworden. Ja, Sin Devil Trigger ist einfach mal mit der coolste Shit überhaupt. Auch wenn er oft einfach nicht... Doch, jetzt hat er funktioniert noch. Ich wollte gerade sagen. Ich stelle es mir aber witzig vor, so wie das ausgesehen haben muss bei der, bei Capcom. Stell dir mal vor, was richtig witzig wäre, wenn diese ganzen Gegner einen Hut tragen. Das ist Wahnsinn, Bob. Do it. Do it. Deswegen überall Hüte. Dieser Gedanke ist so blöd einfach nur. Alles trägt einen Hut. Du trägst einen Hut. Das Telefon trägt einen Hut. Das Auto trägt einen. Downward. Oh well, better get to it. Cool, wieder an 10.000 Sachen vorbeigesprungen. Ich liebe das. Aber ich muss sagen, Sin Devil Trigger ist trotzdem was echt Cooles. Es hat halt schon so ein bisschen was von einem durchgeknallten Mecher. Na doch. Vor allem, dass du da auch noch Sachen für freischalten kannst, die zwar absolut teuer sind, aber... Kauf es. Aber ich habe einen Hut. Okay, ist das jetzt ein neuer geheimer Fetisch von euch? Wir beide tragen Hut, hä? Scheinbar, ich hab keine Ahnung. So, wat nu? Fanservice für DMC3-Fans. Ach, guck mal! King Cerberus! You shall not pass. Scheint sich an dich zu erinnern. Dem setze ich einen Hut auf. Looks like your master's got you on a pretty short leash. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Come on, let's go. Ernsthaft? Schon wieder der Joke? Wie er spricht. Oh, Scheiße. You're the strongest in the litter. Looks like we're gonna need a bigger leash. Come. Da hat aber einer kein Frohlich bekommen. Ich setze ihm Hut auf. Nein! Der Hund brennt. Ich glaube, der Hund schmilzt.
Ist das Trademark von der Töle jetzt dann, dass du Lava und Chaco bekommst? Oh. Fuck. Hier, halt mal. Ich kann auch Hüte generell einfach nur schmeißen. Oh shit, einer seiner Köpfe ist down und jetzt ist er Donner. Ah, der hat einen Hut auf. Ah nee, Quatsch, deine Kopf ist nur, der hängt noch ein bisschen rum. Ne, die haben zwei Hüte auf. Ja, stimmt. Wow. Oh, das sind sogar Moves von damals. Pass auf das auf, was er sagt. Ich kann nicht, falls es dir nicht aufgefallen ist, aber ich muss gegen das Ding kämpfen. Ach so, er macht halt noch die Ansage, wenn man wieder angreift. Okay. Scheiße, hält das Ding viel aus. Oh, fuck. Meine Güte, die Töle hat gebrannt. Was sollst du sonst sagen? Ja, ich sollte vielleicht nicht immer da... Ne? Okay, der hat drei Elemente, ich verstehe. Ja, ich glaube, das wird nichts. Shit, ja. Ich habe noch vier über. So. Sehr nett, dass er mir direkt entgegenkommt. Nein, er hat den scheiß Move nicht gemacht. Immerhin, gut Lebensleiste. Ja, trotzdem. Oh, Rushner. Okay, also bei Blitz und Eis ist er mehr so auf Distanz. Vielleicht dann einen Raketenwerfer? Ja, hier Blitz. Also bei Feuer geht ich auf Full Ham Armok. Da kann ich jetzt... Ah, wenn er auf Eis umspringt, dann friert er mich ein. Schlecht. Fuck. Okay, ich kann sowas canceln. Nice. Jetzt bist du ein Arschloch. Schon wieder. Er macht diesen scheiß Move einfach nie. Ich könnte gerade kotzen. Die Kugeln kann ich zerschlagen. Das viel füttern zu wollen. Oh fuck, nein! Bin eigentlich. Fuck
you. Die Töle hämmert aber schon gut. Das Ding ist einfach nur tanky as fuck! Wie viel muss ich dem reindrücken? Rebellion ist ja eigentlich das Einzige, womit ich irgendwie was reißen kann, weil der Rest ist für Luftkombos echt beschissen. Weil ich muss eigentlich echt auf Trickser bleiben, weil sonst... Nein, stirb, stirb, stirb. Du bist tot! Du hast keine Energie mehr! Oh. Was für ein nerviges Mistvieh! Alter. Also hast du ein neues Dokotoy. Oh, wie cool. Ich krieg ich Zebras wieder? Oh! Och nö, ihr dürft dem Keller keine Flashback-Waffen aus 3 geben. Sogar besser! Ich seh's! Oh wow! Eine 3-Elementar-Waffe? Ich guess I'm the first one here. I like that. Oh nö. Oh, cool. Oh, das ist nice. Erstmal, das ist fucking Cerberus. Klar, dieses Vieh war absolut scheiße zu bekämpfen, aber meine Güte. Na, immerhin kriegst du 3 Waffen in einer. Mal gucken, wie das Moveset ist. Namis Klimataktstock. Basically, yes. King Cerberus. Also ich vermute jetzt mal, der Blitz wird mehr so AOE-Attacken mit Stun haben. Das andere Ding friert ein. Eisen und Schakum im Swordstil. Feuerstab mit kreisreiger Schock. Ach, was. Das ist eine Multiwaffe, basically. Hm. Das ist echt cool. Ist ganz nett, aber der Koffer war besser. Ja, Pandora ist schon was Cooles, aber ich glaube, sowas Cooles wie Pandora kriegen wir nie wieder. Wo zum Fick hat er Pandora gelassen? Bestimmt im Büro liegen lassen. neben hier Schreibtisch. I wanted to be protected and loved, but I was alone. My only choice was to survive. V, you gotta rest. Nero. I will tell you everything. There is no demon named Urizen. Only a man who threw away his humanity in an endless pursuit of power. He is Dante's older brother. Dante's brother? Yes. Sag doch endlich Virgil. And his real name is Virgil. Virgil. Dankeschön. Dankeschön. It's fucking Vagina. Ich mein Virgil. Nope is Virgil. Oh Junge, er ist in Kansas. Oh Junge,